Die Hofburg in Innsbruck, einst Regierungssitz habsburgischer Landesfürsten. Hier werden in Tirol die großen Momente der Geschichte begangen. Zum 650-jährigen Jubiläum Tirol bei Österreich sind hier ausnahmsweise sogar drei Ehrenkompanien zur Stelle. Jeder Landesteil des alten Tirol hat eine entsandt. Um für den Bundespräsidenten und die Landeshauptleute aus Tirol, Südtirol und dem Trentino die Ehrensalven zu schießen. Bei Fuß! Doch die Tiroler Geschichte beginnt lange vor dem Bau der kaiserlichen Hofburg. Lange bevor Innsbruck Landeshauptstadt wurde. Die Geschichte des Landes Tirol beginnt Ende des 13. Jahrhunderts, als Schloss Tirol oberhalb von Meran in Südtirol Sitz der Grafen von Tirol ist. Im Stammschloss der Tiroler findet man die ersten Zeugnisse des jungen Landes Tirol, die erste farbige Darstellung des Landeswappens. Vieles aus dieser Zeit liegt heute im Dunkeln des Mittelalters. Die ersten Landkarten, wie diese aus Privatbesitz, zeigen die frühen Städte und Burgen. Margarete von Tirol, später bekannt als Margarete Maultasch, gebietet nicht über ein reiches Land. Das Erbe der Maultasch war ein im Grunde genommen gut organisiertes, gut verwaltetes, aber durch Kriege und durch Naturkatastrophen arg gebeuteltes Land. Für die Habsburger war es sehr wichtig. Es war das Land der Verkehrswege. Es war eine machtpolitische Drehscheibe im Zentrum Europas. Die Geburtsstunde Tirols liegt um 1282. Der Großvater von Margarete gründet Tirol als eigenständige Grafschaft. Bald bekommt der Landesgründer auch das Herzogtum Kärnten übertragen. Tirol ist umgeben von den Großmächten dieser Zeit, den Wittelsbachern mit Bayern, Brandenburg und anderen Gebieten, den Luxemburgern, die Könige in Böhmen werden, und den Habsburgern mit ihren Stammlanden in der Schweiz und den neuen Ländern im Osten. All diese Großmächte haben ein strategisches Interesse an Tirol. Speziell die Habsburger wollen die Landbrücke zwischen ihren getrennten Gebieten schließen. Die Städte waren im Aufschwung begriffen, aber das Volk am Land hatte es nicht leicht. Und es war dann auch eine Zeit der Katastrophen, der Naturkatastrophen. Es gab die Pest damals, eine Pestepidemie. Es gab Hagelschläge, Vermurrungen. Die Schuld an diesen Katastrophen gibt das Volk der Landesherrin Margarete. Denn sie scheint durch eine skandalöse Doppelehe die Strafen Gottes anzuziehen. Nach einer unglücklichen Ehe setzt sie ihren luxemburgischen Gemahl kurzerhand vor die Tür und heiratet einen Wittelsbacher. Margarete von Tirol wird zu einer mysteriösen, legendenumwobenen Frau. Der Papst weigert sich zunächst, ihre erste Ehe zu annullieren und verhängt eine strenge Strafe, den Kirchenbann. Er gilt nicht nur für die Gräfin von Tirol, sondern für ihr ganzes Land. Es durften damals keine Messen gelesen werden, keine Sakramente gespendet werden, und das war für die Menschen furchtbar. Man konnte auch nicht mehr in die Kirchen gehen, man konnte nicht beten, man konnte keine Flurprozessionen halten, um für gute Ernte zu beten. Und so war die Gräfin Margarete die Schuldige an dem Ganzen. Mit der ersten Ehe der Margarete war Tirol näher an die Luxemburger gerückt. Doch diese Ehe war kinderlos geblieben. Dann verjagt Margarete den Luxemburger und vermählt sich mit dem Wittelsbacher. Dadurch wird Tirol ein Teil Bayerns. Eine Nord-Süd-Achse entsteht. Doch dann stirbt der zweite Gemahl und die Habsburger treten auf den Plan.
Im Jänner 1363 kündigt sich in Tirols unmittelbarer Nachbarschaft hoher Besuch an. Niemand geringerer als der habsburgische Herzog Rudolf hat sich von Wien auf den Weg gemacht und trifft mit kleinem Gefolge auf Schloss Bruck in Lienz ein. Das Schloss ist Residenz der Görzer, deren Land direkt an Margaretes Tirol grenzt. In Tirol, das scheint Rudolf zu ahnen, bahnt sich etwas an. Der Habsburger ist, wie man später weiß, genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Warum das so war, bleibt bis heute rätselhaft. Die Habsburger haben längst geplant, Tirol als fehlendes Glied ihrer Landkarte in Besitz zu nehmen. Der Habsburger Rudolf scheint mit allen Wassern gewaschen zu sein. Kaum 30 Jahre alt, ein gewiefter Stratege. Er schreckt auch nicht vor Fälschungen zurück. Im Privilegium Maius erfindet er den Erzherzogstitel, um seinem Haus mehr Macht zuzuschanzen. Ob er auch bei der Vorbereitung des Tiroler Erbfalls mit gezinkten Karten spielt? Bis heute gehen die Meinungen darüber auseinander. Das Erbe der Maultasch würde Rudolf einstreichen, falls die Tirolerin kinderlos sterben sollte. Dieses Recht hat er sich durch eine Fälschung verbrieft. Jetzt will er in Tirol die Dinge ordnen und macht Station in Lienz. Schloss Bruck in Lienz ist wenige Tagesritte von Margaretes Tiroler Stammschloss entfernt. Dort lebt Margaretes Sohn. Margarete setzt alle Hoffnungen auf ihren Sprössling. Denn nach dem Tod ihres wittelsbacherischen Gemahls ist es der junge Stammhalter, der ihr Erbe antreten soll. Ich werde es im Herzen halten. Ich freue mich, dass du mein Sohn bist. Doch das Schicksal will es anders. Ob jemand nachhilft oder ob Meinhard ein siecher Jüngling ist und in jungen Jahren dahin welkt, niemand weiß es. Im Jänner 1363 ist Margaretes Sohn jedenfalls tot. Noch ist der Leichnam nicht erkaltet. Schon machen die ersten Mordgerüchte die Runde. Die Forschung ist da sehr vorsichtig in solchen Fällen. Es hat ja wirklich solche Zufälle und Todesfälle, gerade in der Habsburger Geschichte, ganz viele gegeben. Dass Leute ganz jung und ganz plötzlich gestorben sind und dann ein interessanter Erbfall eingetreten ist. Warum sollte es nicht im Fall Tirol auch so gewesen sein? Als die Nachricht vom Tod des jungen Tirolers in Lienz eintrifft, wittert Rudolf seine Chance. Die Dinge laufen jetzt gegen die Konkurrenten und ganz im Sinne des aufstrebenden Habsburgers. Margarete von Tirol trauert um den toten Sohn. Und es kommt noch schlimmer. Die prekäre Situation der Gräfin wird ausgenutzt von den Adeligen im eigenen Land. Sie wittern eine günstige Gelegenheit. Von ihrer Herrin fordern sie Rechte und Privilegien und bringen sie damit in eine ausweglose Situation. Da fasst die Landesherrin einen Entschluss. Sie sucht Schutz. Aber nicht bei ihren bayerischen Verwandten, sondern bei Rudolf, dem Habsburger. Der Sohn stirbt, der Adel des Landes kommt zu ihr, will sie unglaublich viele Privilegien von ihr verliehen bekommen. Das macht sie auch. Man hat wirklich das Gefühl, sie ist von den Ereignissen überrollt worden und weiß in dieser Situation nicht wirklich, wie sie sich verhalten soll. Dann kommt der Habsburger Rudolf IV. Und bietet ihr seine Hilfe an. Man trifft sich in der Stadt Bozen, um die alles entscheidenden Verhandlungen zu führen. Rudolf IV. Ist fest entschlossen, die lange vorbereitete Ernte einzufahren.
Er verhandelt mit Margarete über ihr Erbe, das die Lücke in seinen Ländern schließt. Und er mag mit Margarete wohl auch über ihr künftiges Schicksal gesprochen haben, wie sie die Zeit nach dem Abgeben der Tiroler Regentschaft verbringen würde. Rudolf ist ein brillanter Verhandler. Und er ist der Sieger im Rennen um das Land Tirol. So bringt er die Bayern um ihr sicher geglaubtes Erbe. Für die Bayern war der Verlust Tirols ein Schock. Die Bayern reagieren mit Krieg. Mehrmals fallen sie in Tirol ein, wollen es mit Waffengewalt einnehmen. Doch die Städte stellen sich auf die Seite der Habsburger. Rudolf IV. Schließt einen Frieden, Tirol bleibt bei Österreich. Tirol orientiert sich jetzt nach Wien, vervollständigt die Ost-West-Achse im Habsburgerreich. Eine strategische Meisterleistung Rudolfs, die sich für die Zukunft der Habsburger als großer Wurf erweisen wird. Wer in Tirol herrschte, hatte die Straßen zwischen Deutschland und Italien in seiner Hand. Das ist ganz klar. Der wichtigste Weg von Deutschland, zumindest vom mittleren Deutschland nach Oberitalien, führte über den Brenner, auch der praktischste Weg, denn die niedrigste Alpenüberquerung mit nur einmaligem Aufstieg und Abstieg war über Tirol. Und so konnte man von Tirol aus diesen Verkehr irgendwie kontrollieren. Auch Einnahmen gab es natürlich. Finanziell war das auch wichtig, wenn auch die Bergwerke erst ein Jahrhundert später entdeckt worden sind, die Tirol reich gemacht haben. Margarete von Tirol und Rudolf IV. Vollziehen mit ihrer Einigung über Tirol eine wegweisende Entscheidung. Die beiden werden von der Nachwelt allerdings sehr unterschiedlich gesehen und behandelt. Der Rudolf der Stifter war ein intelligenter, ja fast genialer Herrscher. Ganz jung, kaum über 20, als er in die Regierung kam und ganz tatkräftig, wobei das ganz interessant ist. Die österreichische Geschichtsforschung, die nennt ihn energisch, tatkräftig, zugreifend. Die Bayern, die ja allerhand Ungemach von ihm erleiden mussten und denen er das Land Tirol wegschnappte, die nennen ihn den Fälscher, den skrupellosen Herrscher. Also die sehen das anders. Und was war mit Margarete? Die mysteriöse Frau wurde jahrhundertelang regelrecht verleumdet. Im Angesicht der Lienzer Dolomiten hat der Bildhauer Lois Fasching in seinem Atelier einen Figurenzyklus über die Tiroler Frühgeschichte gestaltet. Margarete, die Gräfin von Tirol, ist für ihn eine Person, bei der man sich entschuldigen muss. Bayern haben ja diese Margarete entstellt, gezeigt und diese Bilder kennen die Leute. Und meine Margarete ist aber erotisch, das ist schön. Der Margarete von Tirol hat die Geschichte übel mitgespielt. Bekannt wurde sie durch den später erfundenen Schimpfnamen Maultasch. Das einzige Bildnis aus ihren Lebzeiten ist das Tiroler Regentensiegel. Für Margarete hat die Geschichte keine großen Denkmäler geschaffen. Eines der wenigen Bildnisse entsteht erst lange nach ihrem Tod. Im spanischen Saal auf Schloss Amras bei Innsbruck, wo alle frühen Tiroler Landesfürsten porträtiert sind. Von der Margarete Maultasch gibt es keine zeitgenössischen Porträtbilder aus ihrer Lebenszeit. Es gibt schriftliche Überlieferungen, wo sie als sehr schöne, gut aussehende Frau beschrieben wird. Puella dam pulcra dam generosa. Ein Mädchen so schön wie großzügig, schreibt ein Zeitgenosse. Doch das kümmert die Nachwelt wenig. Margaretes Ruf wird gründlich zerstört. Skandalehe, Kirchenbann, die Plagen, die ihr das Volk zugeschrieben hat.
Und dann nähern beleidigte Bayern den Ruf der Maultasch als liederliches Weib. Der Schimpfname hat sich ausgewirkt. Man hat später eben wirklich, viele haben geglaubt, sie hätte einen verbildeten Mund gehabt, sie hätte hängende Wangen gehabt. Und es gibt dann eben Bilder, die das auch zeigen. Und so ist diese feindliche Propaganda, die das ja geschürt hat und die sie auch als skandalöse Frau dargestellt hat, als eine sexuell unmäßige Frau. Alles Mögliche hat man ihr vorgeworfen. Gewalttätigkeit. Man hat ihr auch gesagt, sie hätte ihren Mann und ihren Sohn ermordet. Also da gibt es eine Menge von Gerüchten. Das Ganze gipfelt, wie in diesem Ausstellungskatalog dokumentiert, in skurrilen Maultaschbildern. Also, was stimmt da jetzt? Schön oder hässlich? Die Tatsache ist, dass die hässlichen Porträts reine Erfindung sind. Also die kommen in keinster Weise an ihre tatsächliche Erscheinung heran. Zumal die Vorlage für die hässlichen Porträts erst im 16. Jahrhundert entstanden ist, mit einem Vorläufer einer Skizze von Leonardo da Vinci. Also eine Entstehungsgeschichte, die mit der Landesfürstin von Tirol überhaupt nichts zu tun hat. Im 20. Jahrhundert wird die Geschichte von der hässlichen Herzogin zum Bestseller. Der bayerische Schriftsteller Leon Feuchtwanger lässt eine von ihrer vermeintlichen Hässlichkeit getriebene Maultasch absurde Intrigen spinnen. Und ich finde halt, man sollte endlich aufhören mit diesem Beinamen, denn das machen schon alle möglichen. Die Historiker oder diejenigen, die sich wirklich mit Margarete beschäftigen, sollten sie endlich Margarete von Tirol nennen und mit dem Beinamen Maultasch aufhören. Margarete hinterlässt der Nachwelt ein Zeugnis über ihre Entscheidung. Dieses Zeugnis wird 650 Jahre unbeschadet überstehen. Schreiben. Die Notare und Kanzleischreiber am Hof Margaretes fertigen im Auftrag der abdankenden Landesfürstin drei prächtige Urkunden an. Und Tirols führende Adelsgeschlechter geben mit ihren Siegeln auch den Sanctus zu den Schenkungsurkunden. Die Schriftstücke der Margarete sind bis heute in den Archiven zugänglich. Eine im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck, die beiden anderen hier im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. Der Urkundenspezialist kennt diese Schriftstücke Wort für Wort. Trotzdem ist er jedes Mal ergriffen, wenn ihm die zuständige Referentin das Pergament vorlegt. Die Urkunde der Margarete. Ein wohlgehüteter Schatz für das österreichische Staatsarchiv. Eine der Grundlagen für die Entstehung des Staates Österreich. Wenn Sie bedenken, dass der Aufstieg des Hauses Habsburg, zur Zeit Maximilians etwa, wesentlich auf das Silber in Schwarz, in Gossensass zurückzuführen ist, dann ist die Entscheidung, dass Tirol an die Habsburger fällt, doch von weltgeschichtlicher Wichtigkeit. Die Schenkungsurkunden der Margarete von Tirol haben die Zeiten fast unbeschädigt überstanden. Von den 14 Adelsfamilien, die damals ihren Sanctus gaben, sind die meisten heute ausgestorben. Nicht so die Familie Hildebrands von Firmian. Das Südtiroler Adelsgeschlecht existiert nach wie vor. Bei der Jubiläumsfeier in der Innsbrucker Hofburg erinnert sich auch der Nachfahre Hildebrands von Firmian an die Geschehnisse vor 650 Jahren. Ob seine Vorfahren richtig gehandelt haben? Ich glaube schon, im Interesse von ganz Tirol. Und für die Nachkommen, für das Land Tirol, damit das in einem geordneten Zustand wieder weitergegeben wird. Na, ich glaube, es ist gut, zurückzublicken, aber auch den Blick nach vorne zu richten.
und hier die Entwicklungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, insbesondere die schmerzhafte Trennung von Südtirol, auch darauf hinzuweisen. Wie steht es eigentlich heute mit dem Verhältnis Tirol-Wien? Im Wiener Rathaus grüßt Tirol jedes Jahr die Bundeshauptstadt mit dem Tiroler Ball. Ein charmantes Stück Tirol in Wien. Und in Wien leben 40.000 Tiroler. Wien ist die zweitgrößte Stadt Tirols. Und warum mögen angeblich manche Tiroler die Wiener nicht? Der Grund könnte sein, dass zu viele Steuern nach Wien fließen. Wir stecken die ganzen Steuern nach Wien und kriegen zu wenig zurück. Wir sind halt Sturköpfe, heißt es in Wien wahrscheinlich, oder? Aber wir sind eigentlich ganz, ja, wir gehen schon auf die Leute zu. Jetzt mittlerweile, früher war das Klischee so, dass die Tiroler ziemlich verschwiegen waren und eigentlich sich nicht geöffnet haben. Aber mittlerweile sind wir schon salontauglich geworden. Eine Tirolerin in Wien war auch Margarete, die abgedankte Gräfin von Tirol. Nach ihrem Regierungsverzicht verlässt Margarete ihre Heimat, Schloss Tirol, für immer. Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Sie ist 1369 in Wien gestorben. Wie sie dort ihr Leben verbracht hat, weiß man nicht. Es ist sicher ein sehr zurückgezogenes, sehr bescheidenes Leben gewesen. Man weiß auch nicht genau, wo sie gelebt hat. Es gibt eine Nachricht aus dem 15. Jahrhundert, dass es in der Nähe der Minoritenkirche von Wien gewesen ist, was plausibel klingt, nachdem sie sich ja auch in der Minoritenkirche begraben hat lassen. Von Margaretes Grabstätte gibt es heute keine sichtbaren Spuren mehr. Aber das Grabmal lag nur einen Steinwurf entfernt von der Wiener Hofburg, wo das österreichische Herrscherhaus residiert hat. Heute ist die Hofburg der Sitz des Bundespräsidenten. Als Staatsoberhaupt ist er der Rechtsnachfolger Rudolfs, der Österreich vor 650 Jahren zu formen begann. Tirol ist für mich und sicher für sehr, sehr viele Österreicher das Kernland des gebirgigen Österreich mit allen Konsequenzen, die sich daraus für die Wirtschaft, für die Mentalität der Menschen und so weiter ergibt. Und Österreich ist eben ein Land der Berge einerseits, aber auch ein Land an der Donau. Und beides gehört zusammen und passt auch gut zusammen und macht den besonderen Charakter Österreichs aus, der von der ungarischen Tiefebene bis zu den vielen, vielen 3000ern in Tirol reicht. In Tirol endet die Geschichte zwischen Margarete und Rudolf auf dem Stammschloss bei Meram. Mit einem gotischen Flügelaltar, dem Abschlussgeschenk der Habsburger für die Erwerbung Tirols. Dieses Kunstwerk für die Schlosskapelle ist heute ein bleibendes Symbol für die jahrhundertealte gemeinsame Geschichte von Tirol und Österreich. Musik